It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Russo and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Russo and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And finally, my son. Tonight, everything we've lost, everything we've fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him at Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolf's den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. Chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You ought to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Hotel
Schön, Sie zu sehen. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und also noch keinerlei Probleme. Ausgesagt. Ich hatte befürchtet, es wäre schwieriger. Wir waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurück. Man hat sie heute Morgen in einer Gasse gefunden. Oder das, was von ihnen noch übrig war. Die französischen Bastardwerden. Weißt du, was sie hier will? Man kann ja über Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Antwort. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Das kann nicht stimmen. Kommen Sie mit mir. Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Ich habe endlich einen Brief von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise können Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Je suis de votre côté. Qui êtes-vous? Courage. Vous n'êtes pas seul. Battez-vous avec moi pour libérer la ville. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance!
würde, aber ich habe es bei Daniel Janow 5 oder 6 bekommen. Ja, wo ist der Stand, er wäre in Russland. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune zu halten. Ja, ist eine schöne Stadt, wirklich. Muss ja neu sein. Ja, ich habe die Namen dabei. Ja, lass ihn mal sehen hier. Weißt du, was sie hier will? Kommen Sie mit mir. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle, meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Personal darf hier nicht weiter. Können. Stopp! Ich sagte doch, kein Zutritt! Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Weißt du, was sie hier will? Wieso sind Sie noch nicht weg? Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Für wen arbeitet sie? Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen? Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus. Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Würden Sie jetzt bitte gehen? Hast du sie schon mal gesehen? Möchtest du? Ja, aber richtig. Ja.
Läufer! Wie konntest du das zulassen? Tut mir leid. Ich übernehme die volle Verantwortung. Und ob du die volle Verantwortung übernimmst? Bitte, es tut mir wirklich leid. Für Ihre Entschuldigung kann ich mir nichts kaufen. Beten Sie lieber, dass Herr Heinrich Sie nicht foltern lässt, bevor er Sie zum Erschießungskommando schickt. Warum stehen Sie hier, Fräulein? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now and up. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me,
Perhaps we can converse in English, as you know, I'm sure practice makes perfect. Peter, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. Hmm? But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Egal, jemand wurde umgebracht. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Irgendeine Ahnung wer? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah!
You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Just one more. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Nein. Warum? Das geht sie nicht an. Weiter. Exposed.
too exposed. Daniels. Something's wrong. We should go now. Now hold your fire till the door opens. Get ready. Let him have it! Go, Josh. You can't hold that garrison without us. Better hurry! Crash won't go down without a fight! Moving!
meet with Crowley and set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. Point him out, Sergeant! Ammo when you're ready, right? Rally! The garrison's almost clear. It's not over yet. The Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Take some ammo, Daniels! Could use some ammo, sir! Jerry's still inside. We have to take him out. Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. He can't get in! Clear! Daniel, Zussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. On the Get floor! Down. Room clear! Got your first aid kit! Gotta set up defenses! Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come. Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. Throw the grenade!
Tossing out a grenade! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The Ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. The war's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for.